was offscreen geschah. Ich habe mich erneut einem Wachturm nahe des östlichen Feenkordials gestellt und nach einem unspektakulären Kampf konnte ich mit großer Freude einen Plantagrandasamen entgegennehmen. Anschließend bin ich zur östlichen Feenkordial erneut hingefahren, denn dort befand sich ein Schatz, und zwar dieser silberne Rubin. Damit war unsere Geldbörse vollkommen gefüllt, was mich wiederum mit Freude erfüllt hat. Anschließend habe ich mir alle Triforce-Karten bei Tingle entschlüsseln lassen, was meinen Kontostand fast halbiert hat, was mich wieder Depri gemacht hat. Und ich musste mir jedes Mal diese blöde Animation anschauen für alle 6 Karten, die ich noch nicht entschlüsselt hatte. Danke, Tingle! Gut, Leute, dann geht es jetzt nämlich weiter, endlich. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda The Wind Waker. Wir befinden uns hier auf Tingles Insel, denn hier gibt es einen 12-äugigen Octalus zu holen, auf den ich jetzt direkt zusteuere, hoffentlich. Ich habe mich sehr gut vorbereitet mal wieder. Diesmal habe ich die Richtung schon vorher ausgekundschaftet, wo ich hin muss, damit ich nicht wieder ewig nach einem Octalus rumsuche. Und ich hoffe, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Wenn nicht, dann, oh mein Gott. So, ja, nach diesem unglaublich spannenden letzten Part, der mein Adrenalin in die grenzwertigen Bereiche getrieben hat, geht's jetzt wieder mit viel Action weiter und diesmal ein 12-äugiges Monster. Bam, 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 bam. Oh mein Gott. Das wird ein Fight vom Feinsten. Ich meine, was ist das für ein hässliches Ding, Leute? Ich hoffe, es hinterlässt wenigstens was Cooles. Ich denke ja, denn auf der Inselherzenkarte oder so war nämlich bei Tingles Insel ein Herzteil verzeichnet. Ich weiß ja nicht, ob das hier das Herzteil sein soll. Ich gehe einfach mal davon aus, weil das Ding hat 12 Augen und verdammt nochmal, ein Ding mit 12 Augen muss verdammt nochmal auch einen Schatz beherbergen, der ein bisschen über 100 Rubinen hinausgeht. Verdammt. Boah, bis jetzt habe ich nur ein Auge von ihm geflasht. Nein, 2. Bam, bam. Ich hoffe, das ändert sich jetzt gleich noch, weil wir nämlich immer näher hineingezogen werden in den Strudel der unglaublichen Macht. Ach, was rede ich hier? Oh, da wird auch schon ein Auge nach dem anderen hier dunkelrot. Tja, damit hätte ich nicht gerechnet, wa? Dass hier so ein kleiner grüner Junge kommt und erstmal mit seinen Augen sich raubt. Ja, da geht es down, Leute, da geht es down. Und ich hoffe, es würde einen schönen Schatz geben. Ja, da geht es unter und wird verrotten am Meeresgrund und von kleinen Fischen gefressen. Da, den Schatz holen wir uns jetzt. Ich bin gespannt. Hoffentlich gibt's was Schönes. Doch, kommt schon. Zur Abwechslung mal kein 200 Rubine. Oder 100 Rubine war es ja nur. Immer. So, ich versuch's jetzt einfach mal an der Stelle. Keine Ahnung. Ja, es hat geklappt. Super. Ta-ta-ta-ta-ta. Mal sehen, was wir da drin haben. Yeah, Leute, das war ein Herzteil. Endlich mal ein cooles Item von einem Octalus. Unglaublich aber wahr, wir haben es endlich mal zu was Gutem hier gebracht. Und das war diese Insel von Tingle, damit ist sie abgehakt. Eigentlich war sie schon vorher abgehakt, weil wir da gar nichts machen brauchten, außer diese Triforce-Karten da zu entschlüsseln. Unser nächstes Ziel ist hier. Wieder mal eine Insel ohne Daten. Und da werde ich mich jetzt hinbewegen und das seht ihr im nächsten Part. Ciao, Leute.